Yo YouTube, was geht ab? Herzlich willkommen zu diesem Video. Endlich habe ich die AK-Nuke geschafft. Ich habe euch ja versprochen, dass ich eigentlich die Killstreak-List mache. Aber es ist was dazwischen gekommen. Und zwar, ich war glaube ich 2 oder 3 Tage wieder am Durchzocken. Und, also MW2, immer so ab und zu. Aber manche Leute können das auch bestätigen. Und da war immer so ein Maximilian und irgendein Traxo auf dem Server, ne? Ich weiß nicht, wie die mich immer gefunden haben. Die waren auch, also die kamen auch nicht aus Deutschland, die kamen eher aus Rumänien, Bulgarien oder so in der Art. Und irgendwie waren die immer in meiner Lobby, die beiden nur. Als ob die mich kannten oder so, aber ich bezweifle stark, dass die mich kannten, weil wenn man auf den Server geht in MW2, sieht man ja, aus welchem Land die kommen. Einer kam aus Rumänien und einer aus Bulgarien. Und ja, das Komische an den beiden Typen war, die haben irgendwie, das sah irgendwie so aus, als ob die einen Wallhack hatten. Die haben mich immer durch alle Wände immer angeschaut, aber auch nur mich gekillt. Das war so, ich weiß auch nicht. Das waren irgendwie 2 Tage hintereinander, dass ich nur gegen die beiden Leute immer gespielt habe, auf verschiedenen Servern auch. Ich habe immer Server gechanged und dann kam die auf einmal, join die nach. Yo, was geht mit denen, ey? Als ob die mich irgendwie fokussiert hätten oder sowas. Und ja, dann war meine Belastung so stark, dass ich jetzt einfach mal dass ich mal eine Killstreak mitgenommen habe, das war die AC, und dann bin ich manchmal mal weg auf dem Server, wo die nicht waren. Jetzt bin ich hier auf dem deutschen Server gewesen, wo ich auch einen guten Ping hatte, das war ein Rust-Server, ich glaube 12 Mann, frei für alle. Und das macht am meisten Spaß für dich. Also es macht ja nicht so viel Spaß, wenn man gespawntrapped wird, aber wenn man ein bisschen rumläuft, wenn man die Spawns kennt, dann macht es schon ganz schön Spaß. Da habe ich früher auch immer so Penta, Okta, Nona, Moabs und sowas gemacht. Das war schon ziemlich witzig. Damals hatte ich auch irgendwie so eine 34 Sekunden Nuke da drauf. Es war alles ganz schön witzig. Da habe ich eigentlich so wirklich angefangen mit MW2, als alter IW-Nut noch vorhanden war. Wenn jemand alter IW-Net noch kennt, dann schreibt es mal in die Kommentare, auf welchem Server ihr damals immer gespielt habt, weil das war eins meiner Lieblingsserver. Eins meiner, ja, Sachen, wie soll ich sagen, ich war immer auf dem Server We Won't Make Friends oder sowas mit grüner Schrift, das war damals aber noch ein bisschen lange her. Achso, und alle fragen sich immer, warum das frei für alle ab und zu bis 30 Minuten oder bis 10.000 Punkte geht, das sind Server, das ist vor Delta One, das ist nicht der originale Server, sondern vor Delta One, das ist ein sekundärer Server. Müsst ihr einfach mal eingeben, wie man das einrichten kann, falls ihr es auch haben wollt, einfach mal vor Delta One Tutorial oder so eingeben, weil ich werde dazu kein Video machen, sage ich euch jetzt schon mal. Auf jeden Fall, das soll wieder von mir gewesen sein. War nur eine kurze Nuke, ich weiß. Aber ich konnte einfach nicht mehr. Ich wollte aber trotzdem eine Nuke mit jeder Waffe hochladen. Und ja, das soll wieder von mir gewesen sein, Leute. Ich bin raus. Hab noch eine schöne Ferien. Also an die Leute, die Ferien haben, und an den anderen viel Spaß in der Schule, ne? Aber jetzt ist, glaube ich, erstmal Wochenende fast. Oder welcher Tag ist heute überhaupt? Ach, keine Ahnung. Gameplay ist vorbei. Ich bin raus. Haut da rein.